strong. Hold on, hold on, yeah. Judy Bailey. Ihre Musik klingt nach Pop, Rock und Reggae, oft vermischt mit afrikanischen Rhythmen. Und immer schwingt ein wenig Karibik mit. 8 Alben hat Judy Bailey inzwischen eingespielt. Sie wurde in London geboren und wuchs auf Barbados auf, der Heimat ihrer Eltern. Judys Musikerkarriere begann mit 8 Jahren im Kirchenchor. Hier sang sie zusammen mit Mutter Claudine, die heute noch Chormitglied ist. Leute denken, es war ein Sister Act Chor oder sowas, ein sehr lebendig, aber es war sehr nüchtern eigentlich. Aber da war meine erste, ja, ich habe zuerst gesungen mit einem Chor da. Und dann mit 16 oder 17 dann angefangen, Gitarre zu spielen und Lieder zu schreiben. Das sonntägliche Singen im Kirchenchor blieb nicht ohne Folgen. Melodie und Worte erfassten bald auch Judys Herz. Langsam sei etwas gewachsen, sagt sie. Und dann? Mit 17 würde ich sagen, dass es sehr konkret war, wo ich gesagt habe, eines Tages in mein Schlafzimmer, Ferien, Sommerferien, niemand war da, einfach hingekniet und gesagt, Gott, wenn du da bist, komm in mein Leben. Einfach so, kein Blitz, kein Donner, kein großes Spektakel, aber einfach, dass ich wirklich zu ihm das gesagt habe. In der christlichen Musikszene hat sie Patrick kennengelernt, einen Deutschen. Inzwischen sind sie eine Familie und leben in Nordrhein-Westfalen am Niederrhein. Patrick und Judy trafen sich 1994 zum ersten Mal. Damals studierte sie noch in London und wurde oft zu musikalischen Events nach Deutschland eingeladen, bis sie schließlich hier blieb. Aber Judy Bailey fühlt sich als Weltbürgerin und ist nicht nur zu Konzerten unterwegs, sondern darüber hinaus auch in anderer Mission. Sie will Hoffnung wecken und Lebensfreude schenken. Seit 10 Jahren engagiert sie sich für World Vision, eine christliche Hilfsorganisation. Regelmäßig reist sie nach Afrika als Botschafterin. Ich habe viele, viele Fragen. Warum sterben so viele unschuldige Menschen? Warum leiden so viele Leute? Warum Kinder sterben und verhungern? Und einfache Sachen wie Wasser, die muss kämpfen für Wasser oder können kein sauberes Wasser haben. Oder ja, es gibt so viele Fragen. Gleichzeitig irgendwie glaube ich, und ich glaube, dass Gott es nicht verzweifelt in seiner Welt auch, obwohl ich glaube, dass manchmal ist sein Herz auch traurig. Für Judy Bailey ist der Glaube zwar von Jugend an eine Selbstverständlichkeit, weil sie aber ein fragender Mensch ist, wirkt sie und das, was sie tut, authentisch und nicht missionarisch. Viele Auftritte hat Judy Bailey bei christlichen Großveranstaltungen und Festivals. Auf den katholischen Weltjugendtagen in Sydney und Köln gab sie Konzerte. Und natürlich ist sie bei den evangelischen Kirchentagen präsent. Ich glaube, irgendwie haben wir ein bisschen Name beim Kirchentag, dass wir ausgelassen feiern und Konzerte machen. Und es hat viel Stimmung. Und auch beim Dresdner Kirchentag ist Judy Bailey dabei. Es ist ein Fest, auch für sie. Ich glaube, nicht alle Leute werden genau glauben wie du. Irgendwie, aber es gibt eine Offenheit. Und das finde ich schön. Die Leute kommen zusammen und versuchen irgendwas mit Gott zu tun. Irgendwie auseinanderzusetzen. Aber mindestens ist er im Gespräch. Und das finde ich gut. Clap, 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 clap. Hey.